Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal vom WinLab. Heute soll es um Oster-DIYs gehen. Ich möchte mit euch kleine Geschenke oder Deko-Elemente rund um das Thema Ostern gestalten. Ich werde dafür vorrangig den Lasercutter benutzen und werde euch zeigen, wie ihr die Dateien erstellt und was ihr dabei beachten müsst. Und da wir beim Thema Ostern sind, habe ich euch auch im Video was versteckt. Sucht mal die kleinen WinLab-Logos und wenn ihr sie gefunden habt, schreibt die Orte einfach in die Kommentare. Viel Spaß beim Video! Beginnen wir mit einem schönen Fensterbild. Ich arbeite in Illustrator, ihr könnt aber auch Inkscape oder ähnliche Vektorprogramme nutzen. Als erstes erstelle ich mir zwei Kreise. Diese sollen meinen Rahmen bilden. Und anschließend kommt dann noch ein Schriftzug in die Mitte. Dabei achte ich auf eine Schrift, bei der die Buchstaben möglichst schon verbunden sind. Irgendwas sehr Verschnörkeltes beispielsweise. Ich wandle die Schrift in Pfade um und passe die Buchstaben so an, dass auch wirklich alle miteinander verbunden sind. Wenn ihr mehr über Illustrator erfahren wollt, schaut euch das Video an, welches ich euch oben verlinkt habe. Hier ist das Ganze jetzt erstmal nur ein Schnelldurchlauf. Die Dateien laden wir euch aber in unsere Wiki hoch und verlinken den Artikel dazu in der Infobox. So könnt ihr euch ganz einfach die Datei herunterladen und auch nutzen. Nun richte ich die Schrift noch aus. Ich achte darauf, dass sie auf jeden Fall auch mit dem Rahmen überlappt und zum Schluss vergrößere ich die Kontur und nutze den Pathfinder, um die Überlappungsbereiche wegzuschneiden. Oben kommt noch ein Loch hinein, um das Ganze später auch aufzuhängen. Und fertig ist auf jeden Fall erstmal schon mal die Datei für mein Fensterbild. Weiter geht es nun am Laser. Ich nutze heute MDF. Das Ganze sieht aber auch auf farbigem Acrylglas sehr gut aus. Nach dem Leveln gebe ich die Laserparameter ein und schicke den Druckauftrag zum Laser. Und schon geht es los. Fertig ist unser schönes Fensterbild oder auch Türschild. Ihr könnt auf dem Rahmen natürlich auch noch weitere Deko kleben. Lasst eurer Fantasie da einfach freien Lauf. Gestaltet ihr zu Ostern auch so gerne Eier? Ich denke, wir testen mal, ob der Laser uns da unterstützen kann. Ich habe gefärbte Eier gekauft und messe sie zuerst aus. Der Lasercutter kann nicht über die komplette Fläche lasern, da die Rundungen zu den Seiten hin zu stark ist und der Laser dann seinen Fokus verliert. Das Ergebnis wären unscharfe und schwammige Gravuren. Das wollen wir vermeiden. Die Mitte vom Ei funktioniert aber problemlos. Nachdem ich die Datei in Illustrator erstellt habe, können wir das Ganze abspeichern und das Ei in den Lasercutter legen.
Als grobe Voreinstellung für das Gravieren nutze ich die Einstellung vom MDF. Fangt aber lieber mit weniger Power an und erhöht dann bei Bedarf. Das Ei sollte jetzt stabil im Laser liegen. Wenn es durch die Bewegung des Lasers doch hin und her wackelt, fixiert es auf einer Platte mit etwas Knete. Ihr seht, so könnt ihr eure Eier ganz individuell und schnell gestalten. Eure Familie freut sich bestimmt über ein persönliches Foto auf dem Osterei. Als drittes und letztes DIY-Osterprojekt möchte ich euch zeigen, wie ihr kleine Geschenkanhänger gestaltet. Wir arbeiten wieder mit Adobe Illustrator und erstellen als erstes ein Oval, welches an ein Ei erinnert. Bei der Gestaltung seid ihr nun wieder komplett frei. Ich habe als erstes einen schönen Schriftzug mit zwei Tulpen kombiniert. Beim zweiten und dritten Anhänger habe ich versucht, durch die Anpassung der Schrift eine etwas rundlichere Form zu gestalten und damit so einen dreidimensionalen Effekt zu bekommen. Überlegt euch einfach, wie ihr eure Anhänger gestalten wollt und holt euch Inspiration. Bilder und Grafiken suche ich ganz gerne bei flaticon.com oder freepik.com. Die Links zu den von mir genutzten Grafiken findet ihr in der Infobox. Wenn ihr mit der Gestaltung fertig seid, vergesst auf keinen Fall das kleine Loch oben, damit ihr den Anhänger auch wirklich an euer Geschenk binden könnt. Für die Anhänger nutze ich jetzt mal eine Sperrholzplatte. Der Laser graviert und schneidet die Form aus und wir können sie nun an unsere kleinen Ostergeschenke binden.
Und so schnell sind unsere DIY-Ideen schon fertig. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, selber kreativ zu werden, dann schaut doch mal auf unserer Website. Ab dem 13. April haben wir wieder Mittwoch für euch geöffnet. Alle Infos dazu findet ihr in der Infobox. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert uns und aktiviert die Glocke. An der Seite habe ich euch nochmal ein weiteres Video von uns verlinkt. Dort zeigen wir euch, wie man dreidimensional sticken kann. Bis zum nächsten Mal!